Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio. Begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge. Ja, jetzt ist ja nun soweit. Es kam ja die neue Erweiterung für die Wuppertalkarte, diese kostenlose Erweiterung, und zwar der Schienenersatzverkehr. Und diese wollen wir uns heute mal anschauen hier. Und ja, von daher dachte ich, wir fahren von Vohwinkel nach Oberbarmen. Das Ganze, wie gesagt, im Schienenersatzverkehr. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, hängt hier kein Plan drin. Warum nicht? Ich sehe jetzt hier keinen Plan. Das ist ein bisschen schade. Es sind halt nur ein paar Haltestellen, also wirklich viel ist es nicht. Ich würde mal sagen, wir rüsten jetzt erstmal hier auf. Und dann sollte das auch passen gleich. So, dann machen wir 18.05. 9691 00. Das Problem ist, dass ich leider ein bisschen doof bin. Ich weiß nämlich nicht. Oh. 088 02. Genau, das ist es. So. Jetzt haben wir das Ganze geschildert. Das hat doch alles geladen, ne? Wenn wir da jetzt hingucken, dann sehen wir das. Ja, also von Vohwinkel zu Hauptbahnhof Barmen, Oberbarmen und dann ist wieder Abfahrt. Insgesamt dauert die Fahrt 45 Minuten oder sowas. So, aber allerdings steht jetzt hier oben 88. Da steht nicht Schienenersatzverkehr. Ich krieg das Schienenersatzverkehr einfach nicht geschildert. Warum auch immer. Ja, müssen wir jetzt mit der 88 nehmen, weil dahinter uns hier der alte MAN, der funktioniert ja, ne? Vohwinkel Bahnhof, Ersatzverkehr. Da klappt das Ganze und ja, gut. Soll uns jetzt aber nicht wirklich groß stören. Das kriegen wir auch so hin. An sich fährt sich das ganz angenehm. Ich bin ja so Wuppertal, war jetzt, habe ich relativ nicht so gut in Erinnerung. Ich meine, Schwimmbahn fahren macht schon Spaß. Das machst du aber ein, zwei Mal und dann hast du eigentlich genug davon. So Buslinien, ja, da hast du eine große und dann zwei angeschnittene. Und sonst hast du ja eigentlich gar nichts groß gehabt. Deswegen fand ich das schon eigentlich eine coole Sache, dass man hier noch einen Fahrplan mit dazugehangen hat, hier den Schienenersatzverkehr praktisch dann noch mit reingeholt hat. Macht das Ganze dann doch nochmal ein bisschen, hat einen höheren Wiederspielwert. Allerdings geht das nur wohl in der Ferienzeit, dass der Schienenersatzverkehr funktioniert. Also müsst ihr, wenn ihr diese Karte fahren wollt mit dem Schienenersatzverkehr, müsst ihr halt darauf achten, dass ihr in der Ferienzeit fahrt. So, na denn. Wollen wir mal. So. Ich hoffe, das funktioniert. So. Ja, es sieht gut aus, dass ihr was hört. So. Nee, hier stimmt irgendwas nicht. 8802, ja, das haut hin. Ziel Oberbarmen Bahnhof. Ja. Jetzt, okay, jetzt haben wir das wieder drin. So, okay. Wir brauchen natürlich hier noch das hier, unsere Pfeile. So, Wuppertal ist natürlich jetzt nichts Weltbewegendes, ne? Also brauche ich jetzt hier nicht groß irgendwie was zu erzählen oder sowas. Ich werde jetzt mal die Uhrzeit mal vorstellen. So, jetzt haben wir noch 14 Minuten. Nö. 10. So. Das ist die falsche Haltestelle, ist ja nicht unsere. Thank you.
So, allerdings muss ich jetzt hier mal ein bisschen größer ausholen. Also zwingst du dich das Ganze gar nicht hier. Da kommst du hier nicht rum hier. War knapp. War knapp. So, na denn. Ja, können wir die Türen aufmachen. So, das ist er ja hier. CV-Start und Terminus. Warten wir jetzt noch kurz hier unsere 2 Minuten und dann geht's endlich los. Muss ich sagen, wie gesagt, ich finde es cool, dass man sowas nochmal reingepackt hat. Bin sie auch schon einmal abgefahren. Muss ja auch ein bisschen testen. Allerdings, wartet mal, ich würde noch was machen. Sehr schön. Ich fahre immer bei schönem Wetter. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ist jetzt mittlerweile auch offiziell draußen. Also, so dass es halt euer Steam schon runtergeladen haben sollte. Es gab die Möglichkeit, dass ihr das schon ein paar Tage vorher spielen konntet, wenn ihr in dem Facebook-Club beigetreten seid vom Projekt Gladbeck. Da könnt ihr das Ganze dann dementsprechend. Oder hättet ihr euch das als kleine Datei runterladen können. Furchtbar, wenn du so hoch gucken musst, immer so. Oh, hier wird zum Beispiel die Bahn gar nicht richtig erkannt hier. Obwohl ich es ein bisschen doof finde, warum gibt es denn diesen Schienenersatzverkehr, wenn die Schwebebahnen hier doch fahren? Ich habe mit Absicht auch schon wieder. Gerade hier in Wuppertal, weil ja hier Verkehrsregeln haben ja hier eine ganz große Rolle. Extra wieder mal soweit deaktiviert, sodass, falls mir wieder irgendwer in die Karre fährt, nichts passiert. Ich mag das ja eigentlich nicht. Also, wenn, dann mag ich schon realistisch, aber wenn die Verkehrsregeln einfach nicht eingehalten werden, dann macht es keinen Spaß. Das ärgert denn nur maßlos. So, nach rechts geht's. Alter, fahr doch! Alle Richtungen. Sieht auch gut aus, da die Ampel. Hat's wohl mitgenommen, jemand? Ah, schön. Habt ihr nicht gesehen? Schluck Kaffee, weißt du so? Ah, fantastisch mit Tracker, ja. Wundervoll. Jetzt habe ich es auch wirklich perfekt eingestellt mittlerweile. Bin jetzt dahinter gekommen. Was mich so mega gestört hat. Ich kann jetzt zum Beispiel mich nicht mehr zur Seite bewegen oder sowas. Das fand ich tatsächlich immer ein bisschen blöd. Also für mich war halt wirklich nur wichtig, dass ich halt so gucken kann, ja, und nach oben und unten. Und halt so in jede Richtung, halt in den Spiegel und alles sowas, ja. Aber ich muss jetzt mich jetzt nicht nach vorne lehnen oder zurücklehnen, nach oben gehen, nach unten lehnen oder zur Seite lehnen.
Brauche ich da alles gar nicht. Oh, was bremst du denn? Ausfall. Nein, ich will keinen Ausfall haben. Geh wieder ganz. Ey, nimm keinen Gas mehr. Was soll das? Ey, soll mir nicht gewettet. Oh Mann. Auf der Brücke dürfen wir uns kurz mal reparieren lassen. So, naja. Sowas passiert halt auch. So, nächster Halt ist jetzt Zoo Bahnhof. Oh, ja, habe ich schon gespürt, dass er mir den Bordstein schon ein Stück mitgenommen haben. Also wenn das wirklich so geil aussieht im Wuppertal, wie das hier dargestellt wird. Teilweise sind hier Straßen, die gehen einfach nur berg nach oben. Ey, da stelle ich mir so Radfahrer vor, du kommst ja mit dem Fahrrad dann niemals hoch. Hier geht's noch. Aber so an sich, ich glaube, muss man im Wuppertal mal gesehen haben, oder? Also das war teilweise schon, fand ich persönlich, echt faszinierend. Was ich da, also wenn man jetzt hier mal so dieses Addon hier mal so abfährt, wie die Straßen einfach so schnurstracks nach oben geht. Ich bin Postbote. Weißt du, wenn ich mir so denke, wie macht der das? Ja, ich glaube, da wird zwar ein Auto fahren oder sowas in der Regel, aber ja, das muss schon malerisch sein, wenn das an so einem fetten Hang da so aufgebaut ist. So, Zoo Bahnhof. Hallo Busfahrer. Guten Tag. Hallo Busfahrer. Acht Minuten Verfrühung. Ja, Leute, so ist das. Letzte Woche den Fernbus-Simulator mal gezeigt hier. Funktioniert ja auch mit Track AR. Es macht schon Spaß. Also ich finde diese Technik tatsächlich, ich meine, man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen. Ja? Ich meine, ich gucke halt nur nach leicht nach rechts. Ne? Aber im Game drehe ich mich hier fast um
90 Grad. Also das ist schon ein riesen Unterschied, ja. Und ich gucke aber nur ganz leicht so rein. Da hier zum Beispiel, da ging es wieder so berghoch. Also man muss TrackIR auch mal, wirklich mal, wenn man mal die Möglichkeit hat, einfach mal testen. Ich meine, das ist noch was anderes als VR. Jetzt habe ich jetzt vor kurzem jetzt wieder VR aufgenommen und das ist schon was anderes, ja. Also VR ist natürlich, da bist du richtig drin. Einziges Nachteil, was du hast, du siehst halt nichts von der Umgebung. Das ist halt ein bisschen blöd. Also wenn du mal irgendwie was schneller einstellen musst oder sowas, kommst du nicht dazu, weil du siehst halt nichts. Also sprich, du musst halt immer permanent die Brille absetzen. Das ist echt, echt furchtbar. Und mit TrackIR, da hast du halt bloß diesen Sensor auf dem Kopf. Sieht zwar auch dämlich aus, aber du siehst halt alles noch von der Umgebung halt, ne? Also das ist dann schon entspannt. Und wie gesagt, er macht ja auch wirklich dann jede Bewegung mit, wenn du das halt perfekt einstellst. Hätte ich das vorher gewusst, ich glaube, dann hätte ich mir das schon längst gekauft für Omsi. Hier, wieder. Guckt euch da an, ja, wie hoch da hin. Da kommst du ja mit dem Fahrrad nicht nach oben, ey. Großartig. So, 5 Minuten. Ja, ist okay. Lidl. Wo denn? Ich hab da jetzt kein Lidl gesehen, wa? Pestalozzi-Straße. Ja, Ansagen gibt's hier nur leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Muss der Busfahrer selbst machen. Aber irgendwie haut das hier heute mit der Anzeige nicht hin. Oder? Kommt jetzt schon? Nee, jetzt kommt doch nicht der Hauptbahnhof. Doch. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Ach. Und grün, wenn bitte. Alter. Oh, genau hier. Seht ihr? Jetzt fährt er mehr rein. Bäm. Wäre mir jetzt einfach reingefahren. Jeder normale, weißt du, Autofahrer hätte auf jeden Fall angehalten. Hier nicht. Rin, tin, 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 tin.
7 Minuten Verfrühung. Und sagen, läuft bei uns. Alter, das ist mit der linken Parkspur da. Das ist das Chaos. Tag. Wunderschönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Der so wunderschön ist, der guten Abend. Hallo. Hallo. Guten Abend. Nee, siehst du, gibt's nicht. Yeah. Guten Tag. Also Schienenersatzverkehr kannst du halt nicht schildern, ja. Das ist schon. So, ich werde aber mal die Zeit mal hier vorspulen. Oder wollen wir jetzt hier echte 4 Minuten warten? Ich glaube nicht, ne? Ich muss ja sagen, also es läuft gar nicht mal so schlecht, ja, also Wuppertal noch komplett anders in Erinnerung, von der Performance her. Unbox your phone. Oh, Mediamarkt, hallo. Das neue iPhone habt ihr da gelesen, ja, 1.600 €. Ey, die Leute, die haben einfach keine Realität zum Geld mehr, wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, es kann doch keine Leute geben, die sich doch sowas kaufen, oder? 1.600 €. Ich meine, mit meinem Handy, weißt du, da war ich schon so, wo ich mir so denke, so, es kauft sich kein Handy für 800, 900 €, so, weißt du? Aber 1.600, ey, das ist ein Gebrauchtwagen, hallo? Ja. Ist halt iPhone, fehlt bloß, dass die anderen jetzt nachziehen. Das wär's. Da Vinci.
Oder so eine Scheiße hier macht. Ja, das was ich meine, ja. Ach ja. So, nächster Halt, Oberbarmen Bahnhof. So. Mit. So, ist jetzt hier ein Lidl? Ja, da war irgendwas. Was habe ich da gesehen? Das sah aus wie eine Fensterfront. Ja, Barmen Bahnhof, alles einsteigen, aussteigen. Hallo. Allerdings lässt man erst aussteigen, bevor man einsteigt hier, ne? Freunde, Freunde, Freunde. Kein Anstand hier. Ja, was geht? Piep, piep. Kann ich jetzt nur um Stunden handeln? Passen auf jeden Fall eine Menge Leute rein. So. So.
Gut. Spuren wieder vor, 6 Minuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 5. Hallo. Wunderschönen guten Abend. Gut, Endhaltestelle. Oberbarmen Bahnhof. Dieser Bus endet hier. So. Bachstraße. Ah ja, Citybus-Serie da, die ist cool. Das ist die DRC, die kann ich empfehlen. Hamburg Hafen City kann ich auch empfehlen. Pardon. Schon eine Weile wach heute. Ja, ja, alles wartet wieder auf Grün. Ich würde sagen, der Bus ist voll. Vorsicht hier, der bremst schon wieder die ganze Zeit, warum auch immer. Das hasse. Was? Der Büro Megamarkt. Aha. Das ist mein Handy. Finde ich jetzt nicht. Find jetzt nicht mein Handy. Thank you.
der Brücke. Ja, zurzeit stehen wir wieder mehr an Ampeln als alles andere. Ich habe es wäre nicht so tragisch gewesen. Toll, jetzt blinkst du, Alter. Immer diese roten Ampeln wirklich. Steifer durch da. So muss das, Leute, so muss das. Größen 40 bis 60, Alter. Kannst du vergessen jetzt.
So, Endhaltestelle, Leute. Das war's. Wir sind angekommen. Am Bahnhof zu war mir angeblich zu früh. Alles klar, wenn du das sagst, dann wird das so schon stimmen. So, Leute. Tja, also jetzt habt ihr gesehen, das ist wie gesagt also ein neuer Fahrplan, der jetzt für Wuppertal dazu gekommen ist. Komplett kostenlos, nichts extra DLC oder sonstiges. Wie gesagt, erstens, wo ihr drauf achten müsst, ist, dass ihr halt in der Ferienzeit das Ganze macht, dann könnt ihr das Ganze natürlich schildern. Wahrscheinlich diese mit der 88 oder dass ich den SEV nicht finde, ist wahrscheinlich wieder meine Dämlichkeit, dass ich das Ganze nicht gefunden habe. Aber ich denke mal, ihr verzeiht mir da und nehmt mir das jetzt nicht allzu übel, dass da jetzt nicht SEV steht. Ja, und sonst war es das eigentlich wieder mal von der Folge. Ist ja auch gut lang geworden. Von daher mache ich es kurz. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.